Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Cupra Formentor. Und wie du siehst, ist das nicht der Cupra Formentor, sondern der Cupra Leon ST. Und das hat einen einfachen Grund, denn der Formentor ist mal wieder in der Werkstatt. Denn Cupra hat sich bei mir gemeldet aufgrund des Videos, das ich gemacht habe. Ich verlinke das einmal hier oben. Drei Gründe, warum ich den Cupra Formentor nicht empfehle. Dieses Video hatte ich bei Cupra angekündigt und habe gesagt, wenn ihr mir jetzt nicht helft, werde ich ein Video darüber machen. Habe ich gemacht. Und ja, jetzt haben sie sich gemeldet. Und in diesem Video hier möchte ich einmal Danke sagen für die vielen, vielen Reaktionen. Mittlerweile über tausende Kommentare, 10.000 Daumen hoch. Und viele, viele Kommentare haben berichtet, dass ich nicht alleine mit den Problemen bin. Und das macht so ein bisschen Mut, dass jetzt vielleicht auch endlich mal Bewegung in die Sache kommt. Ich habe es mir auf jeden Fall nicht gefallen lassen. Und in diesem Video hier möchte ich einmal auf eure 5 häufigsten Warum-Fragen eingehen. Und ich möchte euch auch den Stand der Dinge nochmal mitteilen, wo wir jetzt aktuell stehen. Denn es ist eine ganze Menge passiert. Und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß dabei bei Frage Nummer 1. Warum haben wir uns den Cupra Formentor überhaupt geholt? Ja, der Hauptgrund Nummer 1, warum wir den Cupra geleast haben damals war, jetzt muss ich fast ein bisschen schmunzeln, ist, dass wir ein zuverlässiges Auto gebraucht haben. Ja, der Plan ging nicht ganz auf. Und der zweite Grund war, dass ich gerne ein europäisches Auto zumindest kaufen wollte oder leasen wollte, weil ich nicht unbedingt nach Asien ausweichen wollte. Wir haben noch nie einen Asiaten gefahren, aber vielleicht wird sich das jetzt ändern. Schauen wir mal. Also am Ende des Videos habe ich noch eine Frage an dich. Da werden wir darüber nochmal sprechen. Ja, und der dritte Grund war ganz einfach, mir hat das Auto gut gefallen und mir gefällt der Wagen tatsächlich bis heute auch noch gut. Wenn ich nicht das ganze Theater gehabt hätte, dann wäre ich damit mega zufrieden. Und ich musste mir dann die Frage gefallen lassen, sag mal, die neueren Fahrzeuge, die sind doch jetzt viel besser. Aber es gibt so viele Gebrauchtfahrzeuge auf dem Markt und da muss man einfach auch mal die Menschen davor warnen. Achtung, wenn du dieses Auto gebraucht kaufen möchtest, dann achte auf die Brembo-Bremse, dann achte auf das Infotainment-System und achte auch darauf, wie sind deine Erfahrungen im Bereich Service. Und deswegen ist es notwendig, dass man darüber auch mal spricht. Wenn das Auto funktioniert, Glückwunsch. Ich wünsche jedem wirklich von Herzen, der das Auto fährt, der Spaß damit hat, der Freude damit hat, jeden Tag, wenn er einsteigt, gerne in dieses Auto einsteigt. Genau das habe ich mir auch gewünscht. Das hat genau bis 12.000 Kilometer auch genauso funktioniert. Und dann ging das Theater los. Und wie ich jetzt heute weiß, bin ich ja kein Einzelfall. So, und kommen wir nochmal zu Frage 2. Wenn mich das denn alles so gestört hat, warum haben wir das denn dann nicht eher gewandelt? Und das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Ich kann das voll nachvollziehen und die Frage muss ich mir selber auch heute oft genug stellen. Erster Punkt ist, da war ich zu naiv. Ganz offen gesprochen war ich einfach ein bisschen zu doof. Ich habe mich viel zu lange hinhalten lassen und viel zu oft mir oder die Versprechen dann geglaubt, die mir da gemacht wurden. Und ja, das hat am Ende des Tages nicht dazu geführt, dass es gelöst wurde. Der Fall tritt ja immer erst auf nach ein paar hundert Kilometer. Also du musst dann nach einem Werkstattbesuch 400-500 Kilometer fahren. Das machst du ja natürlich nicht jedes Mal, wenn du aus der Werkstatt kommst, wenn du nicht irgendwo gerade hinfahren musst. Also können wir festhalten, Hinhaltetaktik plus ein bisschen Naivität plus den Umstand, dass man ein paar hundert Kilometer fahren muss, das war der Grund, warum wir nicht eher gewandelt haben. Wir waren übrigens bei 4 Autohändlern in Deutschland, in Österreich und in Spanien. Alle 4 Händler haben uns gesagt, zweimal wurde die Bremsanlage vermessen, es tut uns leid, hier haben Sie die E-Mail-Adresse von Cupra. Bitte schreiben Sie Ihren Fall dahin, dass ein Techniker zur Not rauskommt und das dann direkt prüft. Uns sind die Hände gebunden. Erst dann habe ich es eskalieren lassen, beim letzten Mal, wo es nicht funktioniert hat. Und das hat also dann erst gefruchtet, als ich jetzt das Video gemacht hatte und sich Cupra gemeldet hat. Jetzt kommt Bewegung ins Spiel. Und ja, auch wenn es spät ist, aber jetzt reden wir über eine Wandlung. Dann kommen wir zu Frage 3. Warum habe ich extra einen Kanal, ein Video darüber gemacht? Ganz einfach. Der Kanal hieß erst anders und ich habe den dann umbenannt und hatte Cupra, wie gesagt, darauf hingewiesen, ich werde jetzt ein Video machen, wo ich über diese 3 Probleme einmal spreche. Und das haben sie nicht ernst genommen. Dann habe ich das Video gemacht und siehe da, es kommt Bewegung mit ins Spiel. Der Kanal hier, das Video dazu, das ist im Prinzip, wenn du so willst, mein Anwalt. Ich hätte auch den normalen Weg gehen können, im Rechtsanwalt das geben können, hätte einen langwierigen Prozess dann durchmachen können und so weiter. Mein Ding ist das nicht. Ich habe keinen Bock auf Anwälte und Rechtsstreitigkeiten und so weiter. Ich ärgere mich dann zwar und das geht dann bis zu einem gewissen Level und wenn das dann erfüllt ist, dann mache ich ein YouTube-Video wie dieses und
kläre auf. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie die Geschichte ausgeht. Und nur darum geht es mir, dass ich das bekomme, was ich eingefordert habe, dass ich mein Recht bekomme, dass ich ein fehlerhaftes Fahrzeug fahren musste, lange Zeit, und mir keiner dabei geholfen hat, das Thema zu regeln. Und ein Grund, warum ich dieses Video auch gemacht habe, und das merkst du, ist, ich war irgendwann auch einfach stinksauer. Und das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen, oder? Und Punkt 4, den ihr auch immer wieder gefragt habt, warum nie wieder Cupra? Und das habe ich, glaube ich, jetzt schon zu Genüge beantwortet. Es geht nicht um die Fahrzeuge. Der fährt sich auch recht gut. Und wenn die Fahrzeuge funktionieren, wenn die Technik funktioniert und wenn man Hilfe bekommt, wenn es nicht funktioniert, dann sind das bestimmt tolle Autos. Und ob das jetzt den gesamten VAG-Konzern betrifft oder was auch immer, ich kann da nicht mitreden. Das ist mein erstes Auto vom VAG-Konzern, also von Cupra an sich gewesen. Das heißt, ich kann mir da kein Urteil erlauben. Ich kann mir aber sehr wohl ein Urteil darüber erlauben, was ich die letzten über 30 Jahre, so alt bin ich ja nun mal leider schon, für Autos gefahren habe. Und original, ich hatte mit noch nicht einem anderen Auto so wenig Kulanz. Also da war auch immer mal wieder irgendwas kaputt oder defekt oder sonst was. Da bin ich aber in die Werkstatt gefahren, hat man sich gekümmert. Und das bringt uns zu Frage 5. Und zwar die Frage, was holen wir uns als nächstes für ein Auto? Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für die vielen, vielen Tipps, die ihr in die Kommentare geschrieben habt. Also wenn ihr mir einen Tipp geben könnt, was wir uns holen können, so in der Klasse wie der Cupra oder vielleicht auch ein bisschen größer, weil wir haben 2 Hunde, dann bin ich für jeden Tipp dankbar. Wir wissen es Stand jetzt noch nicht, denn Stand der Dinge ist, dass ich mit Cupra gerade am Verhandeln bin wegen einer Wandlung. Und dann kann das sein, dass ich den Wagen entweder schon nächste Woche abgebe oder auch erst im Oktober. Das weiß ich alles nicht genau. Muss ich jetzt mal abwarten. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ja, auch nochmal vielen herzlichen Dank für die vielen, vielen Reaktionen und die vielen Kommentare. Ich habe versucht, sie alle zu beantworten, aber es war mir leider nicht möglich. Also, bis bald und bis zum nächsten Video.